Gut. Wo wir so Zeit zum Reden haben. Aber immer schön, so eine Minute zum Runterkommen. Oh Mann. Was ich aber auch lustig fand, wir hatten auch ein Seminarfach, das war einfach nur Mathematik. So, das hieß dann so und dann gab es also Mathe-Themen, aber die hatten keine eigene Fahrt. Und deswegen konnten die sich halt unter den anderen Seminarfächern aufteilen, wo die halt mitgefahren sind. Die einen sind nach London gefahren, die anderen nach Malaga in Spanien. Wir sind nach Prag. Dann gab es noch welche, die sind nach Heidelberg. Die sind in Deutschland halt geblieben. Und ja, das hatten sechs Seminarfächer. Wo waren denn die anderen? Es gab einmal, wir hatten das Seminarfach Musik und Computer, da war ich. Ah, es gab noch Weltmeere, die haben eine Segelfahrt gemacht. Ganz cool eigentlich. Ja, ich erinnere mich auch. Wir sollten eigentlich auch eine machen, aber irgendwie war unsere Lehrerin dann irgendwie mal irgendwann permanent krank und alles war dumm, weil sie irgendwelche private Probleme hatte. Deswegen daraus ist nie was geworden. Schade. Sherry Birkin, you were in Raccoon City. How do you know that? Claire. Wait, are you Chris? My sisters told me all about you. Chris, the man is a wanted insurgent. Yes, he's a mercenary, but right now he's under the protection of the U.S. government. He's no threat to the PSAA. Unless someone pays me to be. What did you just say? What? Nothing. HQ to Alpha Team. Reinforcements are unable to land due to anti-aircraft artillery. Take them out. Alpha Team copy. What? We're picking up a large bogey on radar. It's heading right for you. Oh. Da kommt der Big Boy. Sherry! Und mir vorbeigelaufen. Scheiße, daneben. Ich lauf auf ihn! Du das. Alarm sind von hier mit drauf. Haha! Mit seinem eigenen Fleisch erstochen. Schon wieder. Ja, das ist schon komisch. So, wir müssen jetzt nach oben hin in der Nähe laufen, um die Artillerie platt zu machen. Okay, ich... Autsch! Okay. Wie, bin ich tot? Ja, anscheinend. Warum denn? Ey, der hat mich doch nur ein bisschen weggeboxt. Normalerweise überlebt man sowas doch. Hast du wenig Leben gehabt? Glaube nicht. Ich habe nicht drauf geachtet, um ehrlich zu sein, aber. Oh lol. So. Chances of survival were higher. Okay, die roten Ziele, die wir haben, das sind die Geschütze, die wir auch wissen hier, okay. Oh hi. Vielleicht ein bisschen Overkill, was ich gerade gemacht habe, aber. Ey. Ja.
Hallo. An. So, er macht da wieder sein Stuff dran. Ich glaube, du kannst auch auf ihn rauflaufen. Okay. So, von da, ne? Ja, Zeit ist um. Zu langsam mal wieder. Hey! Ah! Jetzt kannst du, glaube ich, wieder. Oh, da ist er tot. Es ist einem blöden Winkel. Oh, er stirbt. Ja, er stirbt. Aua. Wer will mir denn da aufgesagt? Das Schmelzen ist aber echt laut. Boah. Boah, ist richtig schön lang. Oh, den hab ich ihn weg. Den weg. Ich hab ihn den Wegkopf geschossen. Genau. Du hast ihn den Wegkopf geschossen? Ja. Da fällt mir wieder ein, wie ich manchmal drüber nachdenke, dass das Wort Gehweg und die beiden Wörter Gehweg anders ausgesprochen werden. Gehweg, Gehweg. Ja. Achso. Ja, glaube ich. Ich hab Terry auf frei. Achso. Ja, gehen wir weiter. Ja, boah, ich hab nur wieder einen Brain. Oh. Pierce, ey. Hier, Pierce. Pierce Bossen. Man muss echt die Treppe runtergehen. Ich dachte, man kann hier irgendwie runterspringen. Ups. Ich hab so viel Pistolenmunition. Ich benutze die nicht. Okay. Sprengsätze werden passiert. Waffen auftreten. Ich hab halt nur zwei Waffen, ne? Ich wollte nicht das hier. Du hast das Anti-Panzergewehr und die Sniper? Ja. Das Anti-Panzer-Ding und so eine Sturm-Dings. Das ist einfach so ein. Ne? Ja, so ein Schockwehr. Ja, genau. Die Maschinenpistole S-Fuck. Du erinnerst dich vielleicht noch. Die Maschinenpistole ist frei. Ja, dieses Anti-Panzer-Ding hat ja einen Zoom-Modus, deswegen dachte ich, es wäre eine Sniper, aber dann, nee. War ja einfach nur Bumm. Bumm fasst es eigentlich gut zusammen. Ich denke die ganze Zeit, das Ding ist Kirchen hier und Zombies, weil er so einen komischen Kopf hat. Wer? Hier, der, wie heißt der denn noch? Der da. Jay? Genau. Das ist auch eine neue Form der Beleidigung. Ey, deine Frisur sieht so aus wie so ein Zombie-Kopf. Ja, ich weiß nicht, der rennt mir dann plötzlich immer so, der steht immer direkt neben mir, dann erschrecke ich mich kurz und balle einmal und dann, oh. Der R. Ach, das Antipanzergerät ist schon schön. Doch. So, Finn ist gleich fertig. So, Finn ist fertig. The charges are set. Everyone get back. Okay. Und runter. Ah! Ich hoffe, ich bin weit genug weg. Sherry nicht. Good job, Alpha. One gun left. Good job, Sherry's tot. There's another giant BOW closing in on your location. Oh. It's the one we lost. Two hearts. Alpha, prepare to engage. Ja, das ist so cool. Es kann gar nicht diese Leben verloren haben, denn dieses Fleischstück auf dem Rücken war schon rausgezogen. Okay, ich gehe jetzt in den Untergrund. Hallo. Du gehst Untergrund. Genau. Ja, da war ich eben. Jetzt ist die Tür hier offen, die versperrt war. Ja. Heute meine Antipanzer-Mission ist doch verschwendet. Oh, da liegt ein Kraut da drüben. Ach, jetzt ist das Ding mal kaputt hier. Bam, bam, bam. Die pfeifen immer so. Immer noch hier unten irgendwo. Du kümmerst dich gut drum, ne?
Vertrauen. Ich guck mal, dass ich irgendwo langlaufe, also. Bin ich denn jetzt gelandet? Du bist auch noch gut im Untergrund. Okay, hier ist auch noch ein Leiter nach oben, dann gehe ich mal hoch, ne? Ah ja. Hier ist auch eine. Okay. Oh, eine Minigun, geil. Ah, ich glaube, ich verstehe. Ja, nee, verstehe nicht. Hm. Dankeschön. Weißt du das was? Weiß ich nicht. Jetzt spring auf ihn rauf. Genau. Okay, ich bin durch die Wand bei mir gesprungen. Aua. Au. Du Sack. Oh, er hat die Maschinengang gut gemacht, hier schon. Scheiße. Mein Gott. Ey, wer... Okay, und zack. Wer geht eigentlich hier permanent auf den Sack? Hör doch auf, immer wieder zu kommen. Oh, hi, lebst du noch? Ah, nee. Okay, jetzt könnte eigentlich wer rüber rausspringen, glaube ich. Ach, auf der falschen Seite. Ja, ich auch. Bin unten. Ich hab doch. Was? Was da? Was? Was? Okay, was ist jetzt? Hm? Oh, es war's jetzt wahrscheinlich. Ja, ist voll. Jo. Da zischt er wieder weg. Ja, wie ob ich in die Grütze rein. Okay. Du läufst einfach durch. Ja. Das macht der Mensch, oder? Oder? Aber zumindest musst du da ein bisschen rum. 4000 Punkte! Vom letzten habe ich mir, glaube ich, nicht geholt, falls der was hatte. Jetzt müssen wir halt hier irgendwie rüber. Also hier ist eine Leiter, da können wir hoch. Ah, hier können wir rüber, okay. Oh ja, Entschuldigung, Sherry. Bin auf sie raufgesprungen. Also dem fehlt die halbe Schädeldecke, aber die machen irgendwie trotzdem noch weiter. Finde ich merkwürdig. Ja, es ist halt diese Musik, ey. Genau so. Da fällt mir ein, wie ich in Prag auch mir eine Oper anhören musste. Weil wir waren halt so Seminarfach. Eine Oper. Also es hieß halt Musik und Computer. Ja, ich war bis zu dem Zeitpunkt auch noch nie in der Oper. Und weil es halt Musik und Computer ist, ja, wir müssen halt Musik ein bisschen machen. Also. Ja, B-Taste, verlass mich nicht, oder? Und, dann haben wir da halt... eine Oper, es war die tschechoslowakische Version von Ariel, kann man sagen. Oh. Die hieß da Rosalka, weil es war halt an sich Ariel, nur das Mädchen hieß Rosalka und es war halt ein bisschen... Es war halt tschechisch. Good work out there, Alpha. Echo Team will be landing shortly. Und
Ich saß da so an der Reling quasi ganz vorne, weit oben, und hatte irgendwie die ganze Zeit Angst runterzufallen. Und ein paar andere davon von uns. Sag ich gleich. Hey. Hey. We met. Well, you jarheads all look the same to me, pal. Sorry. You've got to be kidding me. My mistake. Have a safe flight. Captain, we're crazy for letting him walk away. How many men have we lost to mercenaries like him? He's not our problem. We can't lose sight of the BSAA's mission. To fight bioterrorism, sir. I know what we're here for, rookie. Ja, und ein paar von uns, unsere Gruppe, haben sich dann in die Reihe, die haben sich das Schlafen gelegt. Und wir sind dann geschlafen. Da fällt mir noch eine gute Theatergeschichte ein. Nämlich, kennst du Nathan der Weise? Ja, ich weiß aber nicht so richtig mehr, was das war. Ja, so halt, Nathan ist ein Jude, da gibt es halt noch so Christen und Moslems, und dann geht's darum. I'm picking up lifeform readings. It's like they're in cocoons. Who's there? Ah. Stellt sich die Verbindung zur Gegenwart her. Was ist mit Nathan dabei? Und da geht, ist das so drei Religionen auf einmal da? Over und, here. I'm getting a reading on the other side of this door. Ist es so ein Theaterstück um Toleranz und Akzeptanz? So kann man es ein bisschen beschreiben. HQ. Three of us are splitting off from the group. Heading further into the building. Und wir haben einmal ein Theaterstück geguckt, das hat das eigentlich ganz gut eingefangen, auch wenn es eine moderne, komische Version ein bisschen war. Und die andere, das war absoluter Bullshit. Das wurde von solchen Leuten gemacht, dieses Theaterstück, die so sagen, das ist Kunst. Also du musst dir solche Idioten vorstellen, die irgendeinen Müll nehmen und dann diesen Spruch, das ist Kunst, nehmen, um es zu rechtfertigen. Das war das. Das war halt wirklich nichts Gutes. Es war halt schlimm. Hier sollte eine Waffe irgendwo sein für dich. Ah. Was hast du bekommen? Schrotflinte, Sturmschrotflinte. Sehr schön. Okay, so stürmisch ist die jetzt irgendwie nicht, aber gut. Stürmisch. Richtige Wort natürlich. Immerhin. Na. Lustig aus einfach. Null High Sprays. Ich habe auch für noch gar keins benutzt. Ich war eins. Und. Mit 11 Handgranaten. Das sind merkwürdige Leute, die haben auch immer wieder das hier alles unterbrochen, um Diskussionen zu führen. Der eine hat dann gesagt, er wäre auf jeden Fall für eine schwule Bürgerwehr. Ich weiß nicht, ob er meinte, dass eine Bürgerwehr, die aus Schwulen besteht, oder eine Bürgerwehr, die sich für Schwule einsetzt. Ich habe es nicht genau verstanden, was er meinte. Und dann haben die am Anfang, um halt irgendwie. Oh, jetzt kommt aber eine spannende Szene hier. One of them's hatching, sir. Handgranate. Call it into HQ. Voll daneben geworfen. Man macht nichts. Noch eine. Ich hab auch noch eine. Lebt er noch? Oh, ich glaube auf den Zug. Hi. Den hätten wir. Ja. Achso. Am Anfang sind die Schauspieler dann alle so einzeln auf Eis rumgestellt und haben irgendwie so ein bisschen was erzählt. Also, die sind auf zwei riesigen Eisblöcken. Da war wirklich die größere Frage, wo haben die diese riesigen Eisblöcke her? Und haben dann immer, wo die halt so per Hand begleitet wurden, irgendeinen Mist erzählt, irgendwie so einen philosophischen Mist. Und
Was kann ich noch erzählen? Ja, am Anfang hat so ein Typ, das war dann der Hauptschauspieler, der hat diesen Nathan gespielt. Der hat dann sich so einen Trichter aufgesetzt, in dem er dann gesagt hat, so, sobald dieser Trichter voll mit Schuhen ist, die ihm zugeworfen werden, dann kann das Theaterstück anfangen. Er hat sich mit Schuhen bewerfen lassen, die dann in diesen Trichter gefüllt worden sind. Und da muss ich auch sagen, da habe ich mich dann wirklich so zurückgelehnt im Stuhl und bin dann eingeschlafen. Für eine Weile. Verständlich. Klingt alles sehr komisch. Das war wirklich ein merkwürdiges Theaterstück. Und ich glaube, das war noch ein anderer Deutschlehrer, der da war, der dann gesagt hat, ja, wenn man sie verstanden hat, dann ist man halt nicht schlau. Ach so. Ist das für den, der es leid? Nee, es ist für den 3D. Kann man mit dem DS keinen Download spielen? Komm mal her! Na, bin mal kurz weg. Ja, alles gut. Ich lauf so lange im Kreis im Raum. Ich könnte natürlich weitergehen, aber ich habe Angst, dass da irgendwas triggert. Ganz langsam. Okay, da kann ich noch hin. Oh. Freiheit. Mach es einfach so lange, bis er wieder da ist.